Der Deutsche Leitindex ist mit einem Gewinnsprung in die neue Handelswoche gestartet. Heute lässt er es etwas ruhiger angehen. Über die weiteren Aussichten an den Märkten spreche ich jetzt mit Oswald Seicher von Flatex, uns aus Frankfurt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Seicher. Ja, der DAX, der will nicht so richtig aus der Range der vergangenen Monate rauskommen. Wo sehen Sie denn die Impulse, damit das Jahr doch noch versöhnlich endet? Ja, guten Morgen, Cornelia. Es ist ja fast wie verhext. Ich habe gerade noch einmal auf die DAX-Tafel geschaut und aktuell steht der DAX bei 10.691. Und das ist genau der Schlussstand von 2015. Also wir kommen einfach nicht über diesen Punkt hinweg, wenngleich es durchwegs ein gutes Momentum im Markt gibt. Also man sieht jetzt hier nochmal den Chart von gestern. Also gestern Morgen sind wir richtig abgegangen, über 220 Punkte nach oben, haben uns dann auf dieser berühmten End-of-Year-Linie festgefressen, kann man so sagen, und kommen heute auch noch nicht wirklich davon. Aber der Sentiment-Index der Flatex-Kunden, der ist deutlich gestiegen. Wir waren ja sehr verhalten, also gerade vor dem Referendum in Italien, vor dem Wochenende sind viele Positionen abgebaut worden, weil man eben diese Unsicherheit im Markt hatte und nicht wusste, wie es weitergeht. Gestern war klar, es ist zwar negativ ausgegangen, aber insgesamt die Auswirkungen auf den Markt, die hat man gar nicht wirklich gesehen. Und dann waren alle euphorisch. Gestern sind wirklich viele Positionen zugekauft worden. Die sind auch am Ende des Tages nicht abgebaut worden. Das heißt, man ist im DAX long. Also aktuell ist der Sentiment-Index bei plus 0,6. Das heißt, man ist euphorisch, und so euphorisch war man schon lange nicht mehr. Jetzt wartet man halt, dass es weiter nach oben geht. Und da müsste man endlich mal diese 10.700 Punkte zuerst überwinden. Und dann wissen wir, ich habe es hier eingezeichnet, die nächste Hürde ist die 10.800er Linie. Und erst wenn wir da drüber sind, dann ist nach oben hin alles offen. Aber das ist noch ein weiter Weg dorthin und das ist also sehr mühsam. Wenn wir uns einfach die letzten Wochen anschauen, dann sehen wir, dass wir über diese Range nie drüber gekommen sind. Vielleicht schaffen wir es jetzt einfach, weil die Stimmung gut ist, aber wirklich fundamentale Argumente vom Markt her haben wir erstmal nicht. Vielleicht kommt am Donnerstag noch bei der EZB-Sitzung irgendein Impuls von der EZB, aber damit spekulieren wir auch nicht. Also eigentlich kann es momentan nur diese selbstprophezeiende Euphorie sein, die den DAX nach oben trägt. Ansonsten spricht auch noch der etwas stärkere Euro ein bisschen dagegen. Also mal abwarten. Große Bewegungen erstmal erwarten wir heute nicht. Beim Dow Jones war die Stimmung zunächst auch ganz gut. Der ist gestern mit viel Euphorie in den Tag gestartet. Im Laufe des Handelstages hat er dann aber wieder einige Punkte abgeben müssen. Was kann denn den Dow Jones Ihrer Meinung nach noch beflügeln? Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte Mitte Dezember, die ist ja eigentlich schon eingepreist. Genau, die Zinsanhebung ist an und für sich für den Dow Jones nicht gut, aber das wissen wir ja schon alle und es gibt ja jeden Tag so eine Indikation, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Zinsanhebung kommen könnte, und die ist jetzt bei 100%, also ganz klar, die wird kommen, und wenn sie kommt, dann ist es auch egal, weil dann haben wir es ja schon gewusst, also wird es keine negative Auswirkung auf den Dow Jones geben. Was für den Dow Jones spricht, im Unterschied zum DAX, ist halt eben der etwas erstarkte Euro, da kommen wir später gleich nochmal dazu. Das heißt, ein stärkerer Euro heißt aber auch gleichzeitig ein schwächerer Dollar, und der schwächere Dollar und auch nach wie vor relativ starkes Öl, relativ teures Öl, das insgesamt unterstützt ein bisschen den Dow Jones. Also da sehen Sie schon, da habe ich ein bisschen mehr Argumente, warum es noch weitergehen könnte. Und da sind wir ja immerhin auch ganz ordentlich im Plus. Bei 19.200 ungefähr sind wir auch heute so in den Tag hineingestartet. Also dass es da weiter nach oben gehen könnte, ist momentan wahrscheinlicher, als dass der DAX einen großen Sprung nach oben macht. Sie haben es ja schon angesprochen, der Euro-Dollar-Kurs bewegt sich derzeit anders als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Woran liegt das und wie schätzen Sie hier die weitere Entwicklung ein? Naja, woran das liegt, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten, denn tatsächlich ist er momentan etwas eigenartig. Ich habe den Chart etwas kurzfristiger mitgebracht und man sieht hier zwei ganz große Kerzen. Die erste Kerze, die man gleich sehen wird, das ist die, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden ist. Und da hat man ja erwartet, dass der Euro steigen wird und der Dollar fallen wird. Und tatsächlich ist der Kurs ja am Morgen ausgeschlagen nach oben hin. Man sieht aber auch eine ganz große rote Kerze. Insgesamt im Laufe des Tages ist dann der Euro gefallen und der Dollar stärker geworden. Also völlig atypisch und ganz anders, als es die Analysten eigentlich erwartet haben. Wenn wir ganz nach rechts schauen, nämlich nach gestern, dann war ganz klar, wenn Matteo Renzi seine Abstimmung verliert, dann wird das erstmal eine Schwäche des Euros nach sich ziehen. Wir hatten auch gestern am Morgen eine Schwäche, aber dann sieht man schon, gegen Ende des Tages hin ist der Euro ziemlich stark geworden und sehr stark sogar. Wir haben sogar die 1,08 angekratzt gestern. Also auch das völlig atypisch, wobei wir ja insgesamt glauben, dass jetzt die erste Zinserhöhung
Zinserhöhung in Amerika kommen wird. Im nächsten Jahr sind zumindest 1,5, wahrscheinlich 2 werden wahrscheinlich kommen. Das heißt, das wird auf jeden Fall den Dollar beflügeln und der Euro müsste nach unten gehen. Also eigentlich müsste die ganze Trendlinie nach unten weiterhin durchgehen. Tut sie momentan nicht, das ist paradox, aber warten wir einfach mal ab. Es sieht aber auch, dass dieser starke Euro momentan dem DAX auch nicht wirklich schadet. Die Lieblingsaktie der FlatEx-Kunden ist ja Amazon. Der Kurs, der hat nach 8 schwachen Tagen gestern wieder stark angezogen. Ist das jetzt vielleicht eine neue Kaufgelegenheit? Naja, was soll ich sagen? Amazon ist immer eine Kaufgelegenheit, denn wie Sie schon richtig gesagt haben, das ist die Lieblingsaktie der FlatEx-Kunden und der Sentiment-Index bei Amazon, der ist seit Anfang des Jahres 1 und da hat sich auch nichts verändert. Wir haben nur gesehen, als es letztens nach unten ging, da haben wieder der ein oder andere nachgekauft. Also Amazon ist ganz groß auf der Wunschliste und zwar nicht nur Geschenke, die man bei Amazon kaufen kann, sondern auch die Amazon-Aktie, die kommt sehr gut an. Und wenn man noch nicht weiß, was man zu Weihnachten schenken soll, kann man ja vielleicht mal auch überlegen, eventuell Aktien weiter zu verschenken. Und Amazon empfiehlt sich da ganz besonders, denn man sieht jetzt auch, gestern sind wir ganz kurz unter die 21-Tage-Linie, sind wir zum Stehen gekommen. Kann gut sein, dass wir da heute wieder drüber kommen, dann hätten wir auch charttechnisch wieder ein Kaufsignal. Wie gesagt, Amazon ist und bleibt der Liebling der Kunden, unabhängig davon, was sonst am Markt so passiert. Ganz herzlichen Dank, Oswald Seicher, für die Einschätzungen und für die Geschenketipps und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder dabei, wenn wir uns mit Oswald Seicher von FlatEx unterhalten. Bis dahin.